Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Staffel 5, Folge 2 auf dem Community-Server. Ja, ich habe die erste Folge auch noch nicht hochgeladen. Oh, was fällt da um? Ja. Willkommen hier in meinem kleinen Haus. Ja, ich habe angefangen hier mein Haus zu bauen letztes Mal. Ich weiß gar nicht, wie viel man davon in der ersten Folge sieht. Ja, so sieht sie jetzt aus. Haben wir hier einen kleinen Rundgang. Ein bisschen Glas verbaut. Terrasse ist noch nicht fertig, wie das immer so ist bei Häusern. Die Terrasse kommt immer zum Schluss. Hier habe ich schon mal angefangen über der Garage ein Dach zu bauen. Ein Vogelnest habe ich auch gerettet. Ja, innen drin gibt es noch nicht viel zu sehen. Und ich würde sagen, heute machen wir mal... Mal schauen, was sagt denn die Uhr? Haben wir spät angefangen hier. Wir könnten mit dem Minibike, das sitzt übrigens jetzt auf der Karte hier, wir könnten mal ein bisschen rumfahren. Geht runter auf 20 Frames in der Map hier. Aber nur wenn ich sie bewege. War ich da unten noch gar nicht überall? Wir könnten in die Stadt fahren oder eine neue Stadt suchen. Ich könnte mal da lang fahren oder hier hoch. Ich glaube, ich nehme den Punkt da oben hoch. So, das machen wir jetzt. Bin ich dann sauber? Wupp. Ja, nicht jetzt. Moment, kurz antworten. So, den Zettel würde ich gerne noch wegmachen. Ich packe den erstmal hier rein. Benzin habe ich noch. Okay, dann auf geht's. Ups, ich sollte vielleicht nicht über die Stacheln fahren. Aber ich kann den anderen Ausgang nehmen. Boah. So. Auf in die Wüste. Brauche nur meine roten Fahne zu folgen. Jetzt haben wir hier so ein paar von den Ach, da hinten ist ein so ein Zombie-Type. Na, hallo? Ein Bär. Kämpf mit dem Bär. Boom. Wer gewinnt? Ich meine, die sind ja schon ziemlich stark, aber anscheinend keine Chance gegen den Bär. So. Die Honigfrau. Ein Spasti? Wo ist der Bär? Der Bär, der so schön hat geprickelt in mein Bauchnabel. Bin gleich schon wieder voll mit Krams. Wow. Hey Junge, weg von meinem Minibike. Okay, zwei Schuss in den Kopf. Die haben ab und zu mal Kettensägen, vollständige dabei. Ich meine, Kettensäge habe ich schon getestet. Kettensäge ist total, kannst du vergessen. Kettensäge bringt überhaupt nichts.
20 Benzin für einen Baum und dann ist sie schon fast kaputt, die Kettensäge. Also die verliert so schnell an Haltbarkeit. Ich habe da irgendwie so eine gelbe gefunden gestern. Lohnt sich absolut nein. Ist irgendwas davon wichtig, was ich vielleicht auf dem Rückweg. Nee. Mal ein bisschen essen hier. Ach, da ist der Bär. Okay. Komme ich an die Leiche ran? Ist auch nichts Tolles. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Kiste. Na, kein Holz. So, jetzt haben wir Holz. So, Passwort, YouTube. Falls einer die Kiste haben möchte. So, jetzt aber weg hier. Bevor der Bär noch kommt. So, jetzt sind wir auf der Straße. Dann kann ich doch mal der Straße folgen. Der Straße ein paar Autos auseinandernehmen und ein bisschen den Müll wühlen. Ach genau, Brass, das ist das Richtige hier. Oh, Moment, da muss ich doch mal kurz wechseln. Ich hätte auch den. Hätte ich auch zu Hause lassen können. Ah, sehr gut. Irgendwas Vernünftiges raus. Oh, Small Engine. Gar nicht mal so schlecht. Oh, eine Batterie. Auch gut. Ah, jetzt kommt das verbrannte Gebiet. Da stehen auch schon ein paar Affen. Oh, noch eine Batterie. Die ist aber besser. Auto mit zwei Batterien. Oh was. Ach, das war nix. Na komm, nicht so viel verschwenden. Fahren einfach mal weiter. Erst immer gucken, wenn ich irgendwo ein Hund aus dem Gebüsch kommt. Dreckstüllen. Zombie, Zombie, Zombie. Zombie ohne Kopf. Oh, waren das zwei Schatzkarten? Krass. Und direkt mal gucken, ob der auch eine Schatzkarte hat. Nee. Und wieder Brass. Sehr schön. Man bekommt jetzt auch öfter mal mehrere Sachen aus dem Auto raus, also die Chance ist hier schon etwas höher. Dafür bekommt man nicht immer bei den Reifen, bekommt man nicht immer Reifen raus.
Ja gut, diesmal hatte ich Pech, da war nichts dabei. Wir können mal eine von den Schatzkarten lesen. Und gucken, wo der Schatz. Ach, da hinten, ja, glaubst du es denn? Ob ich da jemals vorbeikomme. Hund, 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 Hund. Kein Hund. Da ist ein Chicken. Ein Chicken ist gut. Ich muss noch Chicken mit, Wir haben eine Quest, da muss ich die Hühnchen mit einer Nagelpistole. Ja, nageln. Wo ist das Hühnchen hin? Da ist das Hühnchen. Lauf doch nicht weg. Mist. Was? Oh Mann, das war dämlich. Das war dämlich, das war dämlich, das war sehr schlecht gezielt. Aus Verzweiflung einfach noch mal zweimal abgeschossen. So. Das Motorrad ist auf jeden Fall viel leiser als vorher, das ist schön. Dann fahre ich doch mal Richtung Schatzkiste. Da ist eine Höhle. Zombie, Zombie, Zombie. Schon wieder nicht. Mann, die haben viele Trefferpunkte. Und noch eine Schatzkarte. Sehr schön. Da das eine andere Schatzkarte ist, kann ich die eigentlich auch. Naja, obwohl, nee, ich bleib mal lieber bei einer. Letztes Mal habe ich auch zwei gelesen, dann hinterher war eine weg. Das war doof. Aber ich bin gleich eh voll. Na, geh doch. Ins Gesicht. Nichts geht über die Sniper. Da ist wieder ein Motor dabei. Jetzt muss ich aufpassen, wenn jetzt noch mehr rauskommt. Ich kann ein bisschen was hier reintun. Aber ich trau dem Minibike, dem traue ich ehrlich gesagt, traue ich dem noch nicht. Tue deswegen halt keinen Brass rein, sondern Federn, so ein Gedöns hier. Irgendwas, was man irgendwo anders auch wieder findet. Nein, das war nicht gut. Ich wollte den eigentlich nur da reintun. Aber schön, dass man jetzt das Benzin wieder kriegt. Wusste gar nicht, dass ich so viel Benzin da drin habe. Ich habe irgendwas gelesen von einem unendlichen Benzin-Bug. Vielleicht ist das der Bug. Ich habe da eigentlich nur zweimal eingefüllt. Und ich hatte mich letztes Mal schon gewundert, als ich hier neu eingeloggt habe und mich aufs Motorrad gesetzt habe, dass auf einmal 100% Fuel stand. Wo ich mir dann so dachte, hä? Wie jetzt 100%? Ich habe einmal mit
250, ne, zweimal habe ich mit 250, habe ich, glaube ich, geladen. So, Paket ist da. Dann machen wir da mal einen Marker hin. Airdrop. Kein Köter, gut. Da hinten ist ein Köter, oder? Ne, ist ein Schwein. Okay, Quest mit dem Schwein habe ich auch noch. Brauche ich allerdings eine Shotgun. Keine mitgenommen. Wupp. Da ist ein Hoppelhase. Mag das verbrannte Gebiet nicht. Hier ist, kommt ein Hund um die Ecke. War da was bei? Nö, ne? Nicht, dass ich es gesehen hätte. Hauptsächlich bin ich natürlich auf der Suche nach Brass, 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 Brass. Immer wieder Brass. Oh, die Pillen können wir da rein. So. Gammelfleisch. Da steht ein Häuschen. Ich will jetzt nicht für jeden Müll hier stehen. Schatz wird größer. Das ist gut. Das heißt, ich bin hier schon mal auf der richtigen Spur hier. Kurz wieder stehen bleiben, gucken. Kein Hund, kein Hund, kein Hund. Aufpassen, dass ich nicht aus Versehen das Minibike auseinandernehme. Das wäre jetzt uncool. Da brennt ein Hirsch. Oh yeah, eine Batterie mit 14. Da kann man eine gute, kann man immer noch die Lampen rausmachen. Also ist nicht umsonst. Und die Motoren, die schlechten, die kann man auch immer noch verwenden, um daraus zum Beispiel diese Tische zu machen oder die Betonmischer. Obwohl von jedem auch einer reicht. Und dieses Knistern irritiert. Manchmal, da glaube ich mal, hört sich an wie so Schritte. Bei den Hunden muss man immer aufpassen. Die knurren immer, wenn sie vor einem stehen, dann knurren sie. Und dann ist meist schon zu spät. Hallo, was ist denn hier los?
schnell hieraus Duct Tape machen, dann stapelt sich das, sehr gut. Ich könnte auch noch ein bisschen... Ja, funktioniert. Aber nur eins, okay, immerhin. Schon mal einen Platz frei. Achso, Müll könnte ich auch noch durchsuchen. Ah, super, dann ist der Platz wieder weg. Sollte mit dem Platz für den mit den Federn, den soll ich mir frei halten. Achso, ich wollte mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt von dem Ausgrabungsplatz? Ist nicht so weit entfernt. Allerdings habe ich auch ehrlich gesagt keinen Platz mehr. Oh, ich dachte schon gerade, mein Minibike wäre weg. Ich glaube, das mit dem Schatz, das mache ich mal ein andermal, wenn ich hier vorbeifahre. Auf meiner nächsten Tour. Vielleicht mache ich morgen. Morgen, wenn ich morgen früh aufnehme, kann ich ja morgen früh die Tour machen. Zum Schatz. Direkt durch das Gebiet. Komme ich jetzt endlich mal wieder aus dem Verbrannten raus hier? Jetzt kann ich nach... mehr nach Süden oder mehr nach Norden? Ah, dann nehme ich erstmal den Süden wieder zurück. Obwohl, die andere Richtung ist kein verbranntes Gebiet mehr. Wie sieht das denn auf der Übersicht aus? Ah, da komme ich auf jeden Fall wo auch immer hin. Ein Motor. Sehr schön. Benzin, Benzin. Benzin soll sich mit der nächsten Version, also es gibt ja schon eine experimentelle Version. Die habe ich aber noch nicht aufgespielt, weil die Serverfixe, die ich benutze, die haben noch keinen Befehl dabei, um den um die experimentelle Version zu benutzen. Und ich will da nicht so dirty updaten irgendwie. Oh, gar nicht mal so schlecht. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, die Tour. Jetzt kommen wir zumindest keine Hunde mehr hier. Das ist nicht ganz so tragisch. Kann man auch mal für jeden Müll stehen bleiben. Uah. Alter, deinen Schatten habe ich gesehen, Bitch. Die ist so schnell gestorben, die hatte noch nicht mal Zeit umzufallen. Oh, jetzt reicht's aber. So, Moment. Wofür Schatten doch immer gut ist. Letztens war auch irgendwie Sonnenuntergang und ich war an meinem Haus am Buddeln. Und, da war ich da am Buddeln und da habe ich nur diesen Schatten gesehen neben mir. Der stand eigentlich noch relativ weit weg. Aber ich habe mich so erschrocken. Es sah aus, als wenn er neben mir steht. Der Zombie-Typ. Mal prophylaktisch. War das mein Signal? Oh ja, das war mein Signal. So langsam muss ich mal gucken, dass ich mein Motorrad irgendwo unterstelle. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt nochmal zurückschaffe. Obwohl, ich versuche es einfach. Querfeld ein. Bin eh voll. Ich muss das Zeug nach Hause bringen.
bevor mir hier noch Sachen runterfallen. Es passt noch nicht mal mehr hier irgendwas rein. Doch, Öl kriege ich noch rein. Okay, dann fahre ich doch mal nach Hause. Wo ist denn zu Hause? Da ist zu Hause. Machen wir so ein bisschen querfeld ein. Action. Müssen wir hier durch, wirklich? Schade, dass man die Minikarte nicht aufrufen kann auf dem Bike. Oh, hier haben wir auf jeden Fall noch eine Stadt. Da werden wir das nächste Mal... Na, Stadt ist es nicht, ist eher so ein kleiner Außenposten. Ist noch nicht mal irgendwie ein Geschäft. Ist nur ein Schrottplatz und ein Café. Und jetzt kommt der Server wieder nicht mit. Ah. Ich glaube, der Server bräuchte ein paar mehr Kerne. Ein paar mehr CPUs. Damit er die das Terrain schneller berechnen könnte. Aber das kostet ja auch, kostet ja auch, kostet ja auch. Und da ich das alles privat finanziere, vielleicht müsste ich mal so ein irgendwie Community Sammelprojekt machen. Dafür bräuchten wir ein paar mehr aktive Spieler auf dem Server. Dann könnte man sich vielleicht mal überlegen, zusammenzulegen und einen etwas größeren Server zu holen, wo dann auch vielleicht bis zu 20, 30 Leute drauf passen. Mit entsprechend viel RAM geht das. RAM und CPUs. Ey, hallo. Aber warum soll ich für mich alleine und alle meine 6 Freunde? Da lohnt es sich nicht, so einen riesen Server dahinzustellen. Nur dafür, dass ab und zu mal ein paar regelmäßige Spieler kommen. Und hin und wieder mal etwas länger bleiben. Ah, sind wir schon fast zu Hause hier. Es geht ja ritzifatz. War noch nicht so weit weg. Da ist eine von meinen Kisten. So, da ist der Weg. Boah. So. Sehr schön. Ab in die Garage. Ey, da ist ein Zombie hinter meinem Häuschen. Einparken und stopp. So, sehr schön. Ja, wunderbar. Bevor ich wieder hier irgendwas falsch klicke, nehme ich das mal so raus. Oh, Moment, ich nehme auch doch die... Die nehme ich mal mit. Jetzt kümmere ich mich erstmal hier um den Besuch. Hallo. Ja, genau du. Meine Schuhe kannst du behalten. So, jetzt nehme ich den Express-Notfallschacht. Ist wieder zu, alles klar. Wupp. Oh. Falls jemand folgt, ist es der... Naja, sozusagen der Anti-Panic-Room. Da wird der Einbrecher wird eingesperrt. So rum. Okay. Engines. Beste Engine. Ey. Den hat er nicht gewechselt. So, zack, 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 zack. Jetzt muss ich mal kurz auf mein Handy gucken, wie weit das denn steht hier. Na. Wie lange habe ich noch? Aha, aha, aha.
Vor 5 Minuten, okay. Ah, okay, jetzt ist aktualisiert. Ja, ich habe noch eine Minute. Eine Minute habe ich noch. Zum Sortieren reicht's. Ja, wenn es euch, ich sag schon mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr sehen möchtet vom Public Server hier. Ihr könnt auch gerne selber drauf kommen, wie gesagt. Ist public. Und ja, könnt euch gerne die Sachen auch selber angucken. Wie gesagt, wenn irgendeiner irgendwie schafft, irgendwas kaputt zu machen, ich habe stündliche Backups. Ich setze es einfach hart zurück und gebe euch einen Permanent-Bann. Also an diejenigen, ist es jetzt nur an diejenigen gerichtet, die immer gerne Schabernack machen. Ne? Alle anderen, die nett spielen und auch gerne kooperativ spielen möchten, sind herzlich eingeladen. Alle anderen können da bleiben, wo sie sind. So, Lampen. Ein bisschen Stoff. Schatzkarten. Komm mal hier rein. Das ist schön, dass ich wieder Brass habe. Jede Menge Brass. Mal direkt erstmal. Moment, die Federn. Noch irgendwas. Mal direkt erstmal einschmelzen. Also es gibt hier natürlich auch öffentlich zugängliche Bereiche. Dieser hier ist nicht öffentlich zugänglich. Mit einer kleinen Führung. Ja, eine Führung gibt es hier im Video, würde ich sagen. Weil ja, hier die ganze Küche ist ja zum Beispiel nicht abgeschlossen. Das. Und da kann ich schlecht kontrollieren, ob Tiana was klaut oder nicht. Ja, das war die kleine Tour. Schauen wir mal auf die Map. Hier rum, hier rum. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal hole ich mir den Schatz. Dann fahren wir direkt zum Schatz durch. Und dann gucken wir nochmal hier, was da so zu holen ist. Und dann reicht das auch schon wieder für die Tour. Dann ist schon wieder Zeit, je nachdem, wie viel Zeit ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit heute war. Ja, egal. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.